Nackisch. Was für ein Nackisch. dämonisches Lachen. Was für ein düsternes, dämonisches Lachen. Das ist wahrscheinlich der erste schwul-lesbische Adam und Eva, den es gibt, oder? Adam und Adam. Du weißt ja, wo dein Ort ist. Mr. Keaton, ihr wisst ja, wo euer Ort ist. Ja, wissen wir. Wir haben viele Orte. Aber Ja. wir sind auf der Insel nackt. Ich sag's dir. Oh nee. Und Aber ich meine, ich außerdem gehe. gehen wir nachts in den Wald, um Rehe zu pflücken und Pilze zu jagen. Ja, Mhm, genau. richtig. Das kannst du dem Märchenfriseur erzählen. Wir wissen doch ganz genau, was sie da macht. Wir wissen doch ganz genau, was für Rituale, die ihr da durchführt. Du bist doch der für 10 Millionen verschwundene Kinder zuständig ist. Hör auf zu lügen. Ich lüge nicht, das hast du selber gesagt. Soll ich dir das vorspielen? Dann spiel es vor. Du hast es gesagt. Aus Spiel es deinem jetzt Mund ist vor. es gekommen. Spiel es jetzt vor. Es ist genauso gekommen wie Kinderschnitzel und Ketchup. Es ist alles aus deinem Mund gekommen. Alles Eine aus deinem Lüge, Mund. was hier erzählt wird. Ufuk oder Mr. Kitan, wie lange ist sie denn schon bei euch drin? Wie lange ist sie denn schon involviert? Wer Ja. Ja. Icke? Kann auch kein Zufall sein. Aber Evangelist, du musst die Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Also ich bin ein Mann und Lichti ist eine Frau. Wieso sollte sie in mir sein? Nein, Das stimmt involviert. doch nicht mit dir. Ehrlich mal, ekelhaft. Es gibt ja getrennte Logen bei euch, gemischt und getrennt. Aber ganz kurz, Danny, wie alt bist du? 30. Sie ist Oh, dafür siehst du aber ein länger da bisschen alt drin, aus. als du alt bist. Ja, das kann sein. Oh, das stimmt tatsächlich. Aber Ja. Ja. UFO, 30 ist ein leckeres Alter. Ich finde auch, aber das ist halt so Grenze. Grenze, ja. Also danach, also Ah ja, jedes stimmt, ich Beziehung. müsste ja viel jünger sein, stimmt ja. Ich müsste ja viel, viel jünger sein. Aber da Okay, müssen wir Leute, ihn. wir müssen aufpassen, dass das nicht zu sehr triggert. Da müssen wir uns beeilen, Ufuk, bei dem Evangelisten. Ja, da müssen wir tatsächlich. Dankeschön, Penner! Genau. Können. Genau. Also wie Guck gesagt, mal. ich. Sorry, ich Danke wollte nicht unterbrechen. schön, ja, danke schön, Bruder. Genau. Danke, China. Ey, quatscht jetzt bei ihm im Hintergrund wieder die Alte? Total respektlos bist du. Du hast Das ist einfach bei nur, du mir. bist, ihr seid beide involviert, verbittert seid ihr, täuscht die Leute, verführt ihr die Leute. Das ist unfassbar. Ich werde auch alles daran setzen, dich zu verführen. Ja, das Ja, schaffst du ja nicht. Da könnt doch, ihr doch, tausende. doch, 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 das schaffen wir. Ja, das schafft ihr gar nicht. Werden wir ja Ich sehen. gebe dir nur eine Minute mit dir alleine und du Ja. bist auf der Seite, auf der ich dich will. Und zwar unten. Genau, unten. Seht ihr das? Und du fühlst dich in dem Moment wie eine Zuckerwatte, die ein schönes Holzstäbchen. Weiß ganz genau, was ihr da redet. Das ist unfassbar, dass die Leute das gar nicht raffen. Das meint ihr ja ernst. Das sind ja halb Wahrheiten. Also in der Hinsicht, ihr meint das wirklich ernst. Und danach gibt es kleine Scheibchen mit Ketchup. Ja, genau. Ufuk, ich weiß ganz genau, was für Ja. Typen ihr beide seid. Mr. Kitan, ich weiß ja, was ihr für Typen seid. Ich weiß ganz genau, was ihr macht. Und schade, ihr wisst auch ganz genau, dass das niemals an die Öffentlichkeit kommen würde. Und wenn es sogar an die Öffentlichkeit kommen würde, würde es den Menschen egal sein. Den Menschen ist es egal. Wirst du dafür sorgen, dass das an die Dennis, Öffentlichkeit wenn du auch kommt? nur annähernd. Niemals. Komme ich gar nicht dran.
Das ist gar nicht mein Fachgebiet. Ich werde da niemals rankommen. Das wisst ihr auch ganz genau. Ihr wisst Dennis, ganz, kurze ihr wisst, Frage. guck mal, warte ganz kurz. Warte. Das hier, warte mal bitte. Ihr wisst ganz genau, es ist unmöglich. Es muss einer von euch in der Loge drin sein, der das dann auf, sonst geht's gar nicht. Kurze Sache, 5. Mose 22, 23 bis 24. Was steht dort? Also, einen Moment. Müsste gegoogelt werden. Nee, ich muss meine Schlachter aufmachen, ja natürlich. Also 5. Mose 20. 22, 23 bis 24. 5. Mose. 5. Mose Was steht denn 22. da? Ja, also dann lesen wir einmal. Einen Moment. Ja, einen Moment. Ja, okay. Ja. Vers Dim, 28. dim, 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 Also, wenn ein Mädchen eine junge Frau mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide, ne, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst ich will nicht gesperrt werden. So, ja, das ist, wenn eine Frau mit einem anderen Mann bei ihr liegt, dann ist es so. So ganz einfach. Also so wie bei dir. Wie bei mir. So wie bei dir. Wie meinst du das? Ich bin verheiratet. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber wir haben dich ja Ich gesehen mit einer hoffe. anderen Frau. Ja, aber das ist ja eine Lüge, was du erzählst. Das ist keine Lüge. Ich kann dir Das Bilder ist schicken mit einer so anderen eine. Frau. Und dann schick Bilder und Arm, lügt Arm nicht in weiter. Arm, Hand in Hand seid ihr durch den Park Ja, spaziert. okay. Ja. Übrigens esse ich jetzt mal ein bisschen Menschenknochen. Ah, du isst Menschenknochen, ne? Und für welche? Erzähl mal ein bisschen, Ufo, von dieser Loge da, was du da gezeigt hast. Erzähl Von der mal. roten oder von der blauen? Nein, was du da heute gezeigt hast. Erzähl doch mal, Ufo. Was soll ich dir darüber erzählen? Mit Chips hier vorne, Ja, Erdnussflips. erzähl doch mal. Finde ich auch eins. Das ist einfach nur eine Loge der untersten Kaste. Ja, also nichts Bewegendes. Ja. Du wärst doch nächstes Jahr befördert, ne? Nee, jetzt im Sommer. Ach Ist die so, Mutter denn okay. weg? Wie lange bist du Ja. noch mal Mitglied? Seit wie lange? 20 Jahre? Noch nicht 20 Jahre, nein. Ah, okay. Also bist du Weniger. schon ganz lange da. Wer ist länger denn drin? Du oder Mr. Kitan? Mr. Kitan. Mr. Kitan. Wer ist denn in der Hierarchie höher? Du oder Mr. Kitan? Wahnsinn. Das ändert sich aber dann im Sommer. Das sind auf Augenhöhe. Ufo, kannst du uns mal was über Ufo, was mich interessiert, erzähl doch mal die blaue Freimaurerloge. Ihr habt doch da, die kriegen doch da ein Buch, ne? Ufo, Was schau mal grün, bitte. die Außenstehenden nicht zu sehen be bekommen zu dürfen. Ich habe mal auch eine Frage, und zwar dieses Buch. Ist da irgendwas drin? So spezielle Rituale? Ist da irgendwas? Was ist das für ein Buch? Kannst du das mal so ein bisschen vielleicht verraten? Du glaubst doch jetzt nicht, dass ich darüber auspacke in einem Livestream. Darüber können wir Kannst du da gerne nur mal. sprechen. Darüber Ja, können was? wir gerne sprechen, wenn wir uns gegenüber sitzen. Na. Ja, okay, dann kannst du mal. Was ist denn eigentlich mit den Aussteigern, Ufo, oder Mr. Kitan? Was passiert eigentlich mit den Aussteigern, die jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre drin, in der Freimaurer drin sind, aber nicht involviert sind? Gibt es da auch Probleme? Also, es gibt hier ein paar interessante Anhaltspunkte.
Ja. Moment mal. Irgendwie bin ich hungrig. Ey, Danny, merkst du, dass du gar nicht mehr so gut ankommst? Ja, ist ja mir doch egal. Okay, dann bin ich Danny. aber gut. 5. Mose 22, 23 und 24. Habe ich doch gerade gelesen. Da steht etwas von Frauen, die Lies doch ohne vor. ihre Einwilligung. Lies es Ja, eins zu eins vor. habe ich doch gerade vorgelesen. Und Aha. ja, Wie und steht da sie habe ich denn gesagt, dazu? ja, dazu sage ich Amen. Amen. Ja, Amen. Eine Frau, die nicht laut genug geschrien hat und deshalb die Todesstrafe bekommen soll, nur weil ein Mann Unzucht betrieben hat und seiner Lage nicht Herr war. Da sagst du Amen. Das Wort Gottes Interessant. sagt das. Es ist das Wort Gottes, Ufuk. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil ich weiß ganz genau, wenn wir, das ist bei den Christen, das ist leider bei uns so, wenn wir über das Alte Testament vorlesen und wenn wir nur einige gewisse Stellen vorlesen, kriegen wir sofort eine Sperre wegen Volksverhetzung. Und ich hatte schon einige Sperren gehabt. Darum, ich antworte, ich sage dazu gar nichts mehr. Dazu wollen wir bitte ein was richtigstellen. Du bist weder ein Christ, Ja, ist okay. aber du bist ein Volksverhetzer. Ja, ich bin ein Volksverhetzer, ist okay. Und du bist ein eingeweihter Satanist, der satanische okkulte Rituale macht. Und der die Leute hier veräppelt. Aber ich hetze nicht gegen das Volk. Ja, ich auch nicht. Doch, du Ich bist ein predige das Volksverhetzer. Evangelium. Nein, ich predige Ja. das Evangelium. Du liebst doch auch deinen Meister und machst alles für deinen Meister. Wie gut kennst du eigentlich den Reza? Ich kenne ihn privat. Wie gut kennst du ihn denn? Also, Ja, wie sehr lange gut. schon? Ja, knapp 5 Jahre. Weißt du alles über Resa? Kann er ja Was gar nicht, heißt sonst würde er nicht so reden. alles über Resa? Ich weiß auf jeden Fall, er ist ein Bruder im Herrn. Er ist wiedergeboren. Und er ist sehr nüchtern. Und ich stimme ihm auch in allen zu in der Hinsicht. Und du weißt ja auch ganz genau, seine Vorträge sind top. Sie sind top, seine Vorträge. Und du bist dir sicher, dass du alles über ihn weißt? Ja, was willst du denn jetzt sagen? Ich frage dich. Ja, dann was möchtest du denn wissen? Was möchtest du mir denn sagen jetzt? Ich möchte gar nichts sagen. Ich esse gerade Menschenknochen. Mir hat jemand gerade was geschrieben, Reza, dieser Punkt, Punkt, Punkt von Dämonen besessen war. Ja, daran sieht man ja, was für Leute hier drin sind. Ey, Ufo, das ist so Moment, krass, dass du hier hast das so falsch viele Leute. verstanden. Du Ufo, hast es, das. Moment, Dennis, du hast es falsch verstanden. Sie meint eigentlich Amir und sie meint, dass Amir erzählt hat in einem Livestream, dass sein Hund von einem Dämonen besessen war. Wo war er von seinem Hund besessen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat wohl in einem Stream behauptet, dass sein Hund von Dämonen besessen war. Dann frage ich ihn einfach mal. Ja, ihr seid doch befreundet, du kannst ihn ja mal fragen. Aber was hast du eigentlich gegen Amir und Reza? Was hast du eigentlich gegen die? Wir haben dafür gesorgt, dass deren Video gelöscht wurde. Okay. Aber das, was du sagst über die, ist auch eine sehr harte Aussage, ne? Das ist eine Was? sehr harte Aussage. Was ist eine harte Aussage? Ja, dass du da sagst, die sind dämonisch besessen. Der Hund, ey, sag mal, Dennis, Nein, hörst du mich? du hast doch ein Video über den Army gemacht, wo er mit seinen Ja, so Augen, das stimmt. genau. Guck mal, das habe ich, Moment, ich habe das Video aber nicht selber gemacht. Das ist ein Video, was auf YouTube immer noch ist.
Und ich wollte, guck mal, ganz einfach, ja, was ich damit sagen möchte, ist, ein Glitch in einem Video kann passieren. Wer kann mir jetzt sagen, ob das ein Dämon war oder ein Glitch? Wenn ich das Video, wenn das Video mich betreffen würde und ich so ein Gesichtskirmes in dem Video hätte, hättet ihr gesagt, da, seht ihr, da ist der Dämon. Verstehst du? Ja. Das meine ich damit. Es geht ja schnell. Aber wissen wir, guck mal, bei dir wissen wir ja, dass du eingeweiht bist. Die sind ja nicht eingeweiht. Wir wissen ja, dass du involviert bist. Die sind ja wiedergeborene Christen. Das war einfach nur ein Bug. Das war einfach nur ein Fehler, mehr nicht. Wiedergeborene, ja, okay. Die sind wiedergeboren, ja. Du weißt doch, was Wiedergeborene sind, Ufuk. Warte mal bitte. Ufuk, du weißt ganz genau, was Wiedergeborene sind. Das weißt du. Das sind unsere Lieblinge. Ja, ja, ich weiß. Und Mr. Keaton, ich weiß, Mr. Keaton, du weißt ja auch, was Wiedergeborene sind. Danny, eine Frage hätte ich. Ja. Hast du bei dir in der Nähe auch einen Wald? Ja. Natürlich, warum? Hat er. Kann das sein, dass du irgendwie zu viele oder irgendwie die falsche Pilzsorte eingeatmet hast oder die reingepfiffen hast? Nein, ich habe mir keine Pilze reingepfiffen. Aber wie kommst du da drauf? Weil das, was du von dir gibst, das ist nicht normal. Ich, egal, ja, was du nimmst, wieso? Nimm weniger oder mehr. Also ich ja, weiß nicht, ich wie deine Dosis aussieht. Ich verstehe nicht, was du aber meinst. Du hörst mir auch gar nicht zu. Du hörst ich ja ich höre dir nicht zu. Du hörst mir nicht zu. Ja, du hörst ja sowieso generell keinem ja, zu, außer immer Ufo, Kita. Wie kommst du drauf, dass ich Pilze knall? Das ist Entschuldigung, aber wenn man so viel Scheiße von sich gibt, ja, da kann man mir nicht erzählen, dass man nichts einnimmt oder normal in der Birne ist. So viel gequillte Kacke in einem Körper, das ach so, stimmt aber doch der Ufo und der Mr. Kitan, der mit einer rosanen Perücke sich wie eine Frau verstellt und alle zehn Minuten eine Perücke aufstellt. Junge, das ist Unterhaltung! Das, was du machst, das ist einfach so egal. Der eine Teufelsmaske auf hat. Hey, ist das dein Ernst? Was hat der denn für Pilze gegessen? Ja, was natürlich ist das sein Ernst, das weil man dich Flachzange kann man doch gar nicht ernst nehmen. Ey, jetzt ja, mal ohne Scheiß. Der mal, tut bitte, einen ey, auf hör doch auf zu schleimen. Ich, guck mal, ihr schiebt ey, euch du schleimst einen dich hier Film. So hart voll. Na ey, du schleimst dich hier so hart voll. Das ich schleim mich total voll. Der Schleim hängt doch schon an der Tür. Richtig. Ich schleime mich so voll, wie das, was Amira. Du siehst, Realität ist. So viel schleimig. Amira, bitte Amira. Hör auf zu schleimen und bitte hör auf, hier zu hetzen, ja? Und Amira. Ich, du bist der Einzige, Amira. Der hetzt. Amira. Du hängst da, Amira. Der und der ist Amira, besessen. Amira, beruhig dich. Amira. Und Kindern, es ist so. Einmal Drogen-Junkie, immer Drogen-Junkie. Ach, fünf Jahre du, ey, das kann mehr. Doch nicht ja, was wahr sind das denn für Aussagen, Mr. Kitan? Nein, warte also, mal. Einmal Drogen-Junkie, immer Drogen-Junkie. Nein, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Dann ist jemand von neu geboren. So Amen. Wie auch in 2. Korinther, Vers 17 steht, dann ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen, Ansehen der Person. Ob Amen. Das mehr oder nicht. Du bist Pilzinhalierer. Ja, ja, und du machst Rituale, satanische Rituale. Du bist ein eingeweihter Satanist. Genau diese gequillte Scheiße ist doch die du von dir ja, gibst. Ja, da musst du doch mal hinterfragen. Das, hallo, okay, hinterfrag das doch mal. Hast du, ja, ich hinterfrage dich jetzt. Hast du ihn dabei gesehen, dass er Rituale durchführt? Hast du ein Video, wo der ein Ritual durchführt? Okay, so, erstmal, nein, ich habe kein Video gesehen, weil ich komme auch so, an also so ein Video. Also dann bitte ich dich hier nicht rumzuhetzen, denn der Einzige, der hetzt, bist du. Unterbrich doch nicht, warte doch mal. Ja, ich bin eine Labertasche, weil er unterbricht auch immer jeden. Ja, dann lass mich doch mal egal, wie man ihn sagt. Lass mich doch mal ausreden. Nee, ich habe dich gefragt, ob du das gesehen hast. Ja, und ich habe doch geantwortet und du gehst dann, ey, was ist das für eine, das ist doch nicht mehr normal. Bruder, das ist ich habe alleine eine Frage gestellt und du hast die mit meiner Antwort beantwortet. Was gegen uns? Regie läuft, wa? Hey, also hast du dich mal gefragt, warum Ufuk ein Bild hat mit vollgeschmierten Körper? Oh, Junge.
Junge. Ja, nicht Junge. Ach so, das ist nochmal Amira, wa? Du verteidigst das gerade. Ja, das ist auch jetzt ein Beweis, dass er total macht. Du hast das gerade... Guck mal, du hast gerade gesagt, nein. Und dann sagst du, kommst aber hier rein, er ist jemand, der Rituale durchführt. Ich habe dich gefragt, hast du ihn gesehen? Du sagst nein. Ich muss doch den Stand drauf eingehen. Also lass das Hexen sein. Ja, aber das ist doch ein schwaches Argument, was du sagst. Das ist doch wirklich ein Entenargument. Warum ist das ein schwaches Argument? Hast du ihn bei Ritualen gesehen, dass du hier reinkommst und sagst, das ist ein Entenargument. Das ist doch gar kein starkes Argument. Nein. Erstmal, du redest ja gar nicht sachlich. Du stellst mir eine Frage, ich beantworte die Frage. Du redest komplett vorbei. So nochmal. Hast du schon mal einen normalen Menschen gesehen, der 20, 30 Fotos macht, der sein Auge verdeckt, der einen Kelch in der Hand hat, vollgeschmiert mit Blut ist, ein Augegeste macht? Nein, hast du nicht, oder? Okay, und du weißt jetzt, dass das echtes Blut ist. Wer hat jetzt gesagt und festgestellt, dass das... Es geht doch gar nicht darum, ob das echtes Blut ist, auch ob das künstliches Blut ist. Aber du sagst, es ist Blut. Und jetzt möchte ich unterschwellige Botschaften. Ey, bitte, ne? Guck Pippi Langstrumpf und bitte geh, da, du hast gar keine Ahnung. Du solltest lieber mal Lichter auf der Autobahn fangen. Du kommst hier rein und hetzt und sagst, hier werden Rituale durchgeführt. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Du kannst aber nichts belegen, dass hier welche durchgeführt werden und nennst mich Hetze. Du hast null Ahnung. Was wir machen. Null Ahnung, nein, du hetzt. Wir hetzen, du kommst hier rein und zeigst mit dem Finger drauf, da ist Blut, aber kannst noch nicht mal nachweisen, dass es Blut war. Danach kommst du an mit dem Rituale, kannst aber auch das nicht beweisen. Ja, wer hetzt denn jetzt? Ja, okay, dann hör mir noch mal zu. Also erstmal weiß ich nicht, ob es künstliches oder echtes Blut ist. Zweitens habe ich dir eine Frage gestellt und du hast darauf nicht geantwortet. Warum macht man diese Ein-Auge-Geste-Bilder? Warum macht er bitte 20 diese Ein-Auge-Geste-Bilder? Genau wie die anderen Stars, auch wie Madonna, die auch das eine Auge verdeckt. Genau, also das sind alle, die das machen, sind für dich jetzt in irgendeinem Satanistischen... Warum macht Madonna wie er auch so mit Blut geschmiert? Okay, jetzt stelle ich dir eine Frage. Wenn ich jetzt mein Arschloch zukneife und mache ein Foto, gehöre ich dann auch dazu? Wie bitte? Junge, man macht Fotos. Meinst du, wenn ich Fotos mache, warte mal, was redest du da? Eine Frage, wie kommst du denn ins Fernsehen? Wie bist du denn? Wie kommst du daran? Wo bist du denn? Du meinst jetzt jeder, der im Fernsehen ist, der hat da irgendwelche Rituale. Ist involviert, genau. Deswegen machen sie auch die Schweigegeste. Okay. Das ist ein Erfolg. Dann hast du keine Ahnung, dass du keine Ahnung hast. Dennis, du bist bald auch im Fernsehen. Du bist bald auch im Fernsehen, nur zur Info. Mal Ufuk, denkst du jetzt, das interessiert einen? So, ist doch besser für uns, dass er noch im Fernsehen ist. Er wird der Herr nochmal gepredigt. Du gibst denen dann doch davon, dass er dann immer mehr den Herr predigen kann. Da sagen wir doch Danke. Er ist ein Drogen-Junkie. Was will man denn von ihm immer machen? Er ist ein Junkie, der 5 Jahre in einer psychiatrischen Lüge. Lüge, Beweis, dass ich ein Junkie gewesen bin. Und Kittler, und das Beweis, ist dass ich in der Psychiatrie gewesen bin. Beweis, das hat mit übler Nachrede zu tun. Er hat doch selber bestätigt, dass er Drogen genommen hat, aber jetzt einen neuen Weg eingeschlagen hat. Er ist zugehackt bis zum Unfall. Ist ein er hat in der Vergangenheit ja eben doch eher widerlich. Ist denn korrekt sprechen, ja? Das ist unfassbar respektlos. Erwachsene Männer, die so reden. Unfassbar. Respektlos. Ja. Und dann macht er noch Bumserle mit einer unverheirateten Frau. Das ist auch unfassbar Lüge. Ich kann das belegen und beweisen. Ich habe Papiere, ich bin verheiratet. Staatlich verheiratet ist eine Lüge. Du unterstellst mir was. Und was ist mit dem Bumserle im Park? Einfach üble Nachrede wird getätigt, der Wahnsinn. Ihr werdet nur gelogen. Nur die können ja nichts anderes. Ihr habt einen Lügengeist in euch. Ich will nicht sagen. Ja. Aber... Schämt ihr euch nicht? Schämst du dich nicht, dass du Lügen verbreitest? Schämst du dich nicht, dass du die ganze Zeit mich hier bloßstellen willst? Okay. Die ganze Zeit versucht ihr hier, mich bloßzustellen, mich ins Lächerliche zu stellen. Ich habe euch entlarvt und erwischt. Aber welche, welche Lügen verbreite ich denn über dich? Ja, das weißt du doch ganz genau, wie ihr die ganze Zeit über mich ablästert. Ich lässt überhaupt nicht über dich ab. Nein, hört ihr nicht alle in einer Gruppe? Ihr seid nicht einmal zufällig. Du bist jeden Tag mit denen live. Die ganze Zeit erlügt ihr doch über mich. Natürlich, weil das meine Freunde sind, du Dulli, ey. Ja, das ist okay, ne? Aber Evangelist, lass uns doch einfach mal treffen. Nein. Warum nicht? Ja, warum willst du dich treffen, Mr. Keith? Warum willst du das? Warum nicht? Warum willst du das? Warum nicht?
Ja, also man beantwortet eine Frage nicht mit einer Gegenfrage. Ja doch, tue ich. Warum? Nee, macht man nicht. Ja, mache ich aber. Warum hast du, warum willst du dich treffen? Das ist, oh Junge, der redet vor? Doch gar nicht mit dir, ehrlich jetzt. Dann mal, ich rede gar nicht mit dir, ich rede mit dem Evangelisten. Ich will mit ihm Kaffee weil trinken. Weil ich ganz gehen. Genau weiß, was ihr mit mir machen würdet. Ich weiß ganz genau, was ihr mit mir machen würdet. Das ist ein Festmahl. Das ist ein richtiges Festmahl für euch. Guck mal, wie du gerade die Zunge abgeleckt hast. Siehst du, das ist ein Festmahl. Ein an dir ist ja Abendmahl. Ihr wollt mit mir Abendmahl machen. Ufuk, ist es so? Wollt ihr Abendmahl mit mir machen, ne? Ich würde ganz gerne zwei, drei Sätze sagen und dann gehe ich runter. Das ist überhaupt kein Problem, aber ich habe gedacht, wir treffen uns zum Kaffee auf dem Eisbecher. Mhm. Ich habe ein Anliegen. Ich würde ganz gerne zwei bis drei Sätze sagen und dann gehe ich. Darf ich? Kitan? Mhm. Okay. Evangelist. Du bist tatsächlich nicht hilfreich. Weißt du warum? Weil dein Verhalten, was du an den Tag legst und Dinge durcheinander schmeißt und so und Menschen, die wirklich, und ich sage das jetzt, damit du weißt, worum es geht, rituelle Gewalt erlebt haben, du machst die lächerlich, du nimmst die alle hops mit deinem irren Wahnsinn. Ganz einfach. Du weißt, was ich zu dir sagen hör kann? Auf ich damit. Kann sagen, dass ich nein, nein, liebe. Nein, nein, nein. Ich war noch nicht fertig. Lass mich ausreden. Ich bin nämlich eine Betroffene. Und das, was du machst, ist nicht förderlich für die ganze Geschichte. Also schäm dich, geh in die Ecke, mach einen anderen Content, aber mach nicht so eine Scheiße. Was für eine Antwort, was für tschüss. Ein Argument. Aber ich liebe dich, der Herr segne dich und ich hoffe, dass du nicht involviert bist. Amen. Lichti gehört zu uns. Ja, dann wissen wir ganz genau, was Sache ist. Und wir sind immer noch sehr viel. Ich weiß, das ist heftig. Ufuk, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viele ihr eigentlich seid. Das ist unfassbar. Ich hätte das nicht gedacht. Selbst Leute in deinem Umfeld, und darum habe ich dich gerade etwas gefragt, wie gut du eine Person kennst. Ja. Die gehören teilweise zu uns. Ja. Du träumst so viel, Ufuk, ja. Tja, Pavlos. Wir werden bald sehen, wer träumt. Also wann gehen wir jetzt Kaffee trinken? Nie. Gar nicht. Pavlos, du gehst mit mir auch nicht Kaffee trinken? Ja, auf gar keinen Fall. Warum ne? Ja, warum ne, ne? Ich gebe dir einen leckeren Erdbeereisbecher aus. Schön gekühlt. Ey, oh, der lächelt. Guck mal, wie sich das anhört. Ich gebe dir ein dickes, dickes, fettes, starkes Erdbeereis. Ey, was ist das für, das für eine Anspielung? Hä? Du bist doch sowas von kaputt, ne? Amira, darf man nicht ein bisschen Spaß machen? Ein bisschen Spaß kann auch mal sein. Überleg mal, wenn wir jetzt ein schönes Spaghetti-Eis hätten, schön durch die Presse gelassen und dann dieses wirklich lecker gekochte Erdbeermark süß oben drüber. Boah, geil. Ich würde dafür töten, ehrlich. Dann glaube ich dir aufs Wort. Ja, das glaube ich dir. So lecker. Das glaube ich dir. Der Wahnsinn, was hier abgeht, und danach Bruder. Ein frisch paniertes Schnitzel mit Spargel und Soße Hollandaise, geil. Ufuk. Aber Amira, das ist normal, dass man jemanden ich hab mal eine Frage, essen ja? möchte und so. Und das ist normal für dich? Ufuk. Ja. Gab es Junge, mal bei dir lass auch mich eine erst mal Szene? Bevor du mich fragst. Na, es kam. Ufuk, gab es auch mal bei dir eine Szene, wo du dann einen Film gedreht hast? Oder ja, und dann, dass der in dir ist, komplett übernommen hat? Oder so halbwegs? Kommt mal vor, ja. Okay. Deswegen könnt ihr auch so gut schauspielern, ne? Das kommt immer dann vor, wenn er mich privat trifft. Aber müsst ihr denn, aber Ufuk, ich habe auch mal gehört, die Leute, die dann frisch involviert werden,
müssen ja auch dann den Dämon beschwören, der geht dann in ihn rein und dann muss man auch diesen Dämon, also ja, ihn dienen, ne? Durch Abendmahl, ne, was, ihr wisst ja, was Abendmahl für euch ist, ne? Sag du es uns. Ich weiß es doch, du weißt doch, was ihr für Abendmahl macht. Ich kann es doch jetzt nicht sagen. Also Was ich hatte genau? heute zum Abendmahl eine leckere Scheibe Brot mit Nee, ich Salami. meine das andere Abendmahl, das satanische Abendmahl. Ach, ist das Suppe? Nein, Suppe? UFO weiß das satanische Abendmahl. Aber UFO, was ich auch sagen wollte, zum Beispiel diese Leute, die eingeweiht sind und mit diesen Dämonen versiegelt sind, kann man auch durchgehend mit den Dämonen eigentlich reden, ganz normal. Also die Leute, die dann eingeweiht sind, können die dann auch diese Dämonen hören und auch zum Beispiel sieht man auch die Dämonen. Muss man da irgendwelche Rituale machen, dass die dann richtig rauskommen? Da musst du das Arschloch Richtig, die gratulieren uns weizen, per um dort Videonachricht. reinzukommen. Nee, ich frag doch Die UFO. rufen uns auch an und sprechen auf einer AB. Ja, Schicken auch genau. Videonachrichten zum Geburtstag. Ja, WhatsApp-Nachricht. Anime. Ja. Hi. Hi. Ich muss sagen, ich finde es sehr gefährlich, sich darüber lustig zu machen. Also, da begeht man sich auf dünnem Eis, sage ich, ne? Also ich sag dir was, du begibst dich auf ganz dünnem Eis, weil für dich ist es eine einfache Gefahr, hier bei uns zu sein. Oder hast du gedacht, ich habe vor dir Angst oder was? Was willst du von mir? Nein, das meine ich doch gar nicht. Ja, dann drück dich so aus, wie du es meinst und nicht so, wie du es sagen willst. Mann. Egal. Die Gnade des Herrn soll über euch bleiben. Anime, du musst aufpassen, du hast es hier mit Satanschergen zu tun. Das sind nicht irgendwelche normalen Menschen. Ach so. Ich würde Anime, eher du sagen, mit bist Psychologie. Die sagen, die wollen einfach Anime. den jetzt. Die sagen das einfach öffentlich und die schämen sich nicht. Das ist krank. Das ist einfach mal abnormal krank. Also, das ist Was geht heftig. es noch? Kannst du Du noch so weiterreden? rumgeguckt, du hast damit angefangen, ja? Dass du ein Rede Stückchen mal ein von bisschen denen weiter. essen willst. Harmlos. Rede mal ein bisschen weiter. Ich mag deine Stimme. Du bist durch, ey. Der Wahnsinn. Ehrlich. Bei der Stimme könnte man echt einen leckeren Erdbeereisbecher verkraften, oder? Mit guter Erdbeersoße. Ja. Und Ketchup. Weißt du, wenn du die so richtig lange ausquetscht und die so schön über dieses Eis läuft, so richtig schön, oh, geil. Und weißt du, was am geilsten ist, wenn diese Erdbeersoße noch schön warm ist? Also frisch gekocht. Das soll normal sein, Bruder Danny, ne? Das ist richtig normal. Das ist nicht normal. Das siehst du doch, wo du hier dran bist. Du weißt, mit wem du hier redest. Du redest mit Legionen, mit Legionen. Paulus, das ist der Wahnsinn, ey. ich mag deine Stimme. Rede weiter. Rede, Bruder. Paul. Ja, wichtig ist, wenn da Stücken mit drin sind, so richtig geile Erdbeerstücken. Dachte gerade eher an Gulasch-Kita. Amira, einfach die Mitläuferin, die einfach nicht checkt. Ich würde einfach nur empfehlen, den Du Herrn bist Jesus Christus ein anzunehmen. Mitläufer. Mach bitte deinen Arsch zu, ehrlich. Quatsch jemand anderen voll. Laber mich nicht von der Seite an. Ey, Evangelist, ich frag dich mal was. Ich habe hier bei mir im Keller so eine alte Weinpresse stehen. Willst du die nicht mal ausprobieren? Nein. Ich kauf wirklich, ich kauf kiloweise Weintrauben und steck dich dann mal in diese Weinpresse. Aha. Das ist nicht mehr normal. Leck. Nein, Danny, für Amira ist das normal. Von welcher Marke ist Deswegen. denn das? Von welcher Marke ist denn das? Die Presse.
Von welcher Marke ist denn die Presse? Ach, die ist uralt. Also du willst mich da reinstopfen? Nein, du sollst mal Wein pressen. Verstehst du das, ne? Bruder Danny, ich gehe lieber, ja. Das sind Menschen. Wie bitte? Ich gehe lieber hier raus. Die kann man gar nicht mehr helfen. Ja, Bruder, bleib doch noch ein bisschen. Leiste mir noch ein bisschen Gesellschaft. Einen Ach, alten Mann. Nicht gerne. Anime. Ja. Was sagst du denn da eigentlich dazu? Ehrlich zu sein, bin ich entsetzt. Von mir, oder? Nein, ich bin Chris. Ah, ja, okay. Und am Ende findet man nur Glück und Liebe beim Herrn. Ja, genau. Da gebe ich dir. Aber ihr Gott ist Satan. Ihr Gott ist Satan, Luzifer. Mhm. Ihr Meister ist Luzifer. Ihr Herr und ihr Herrscher, der Gott dieser Welt. Das stimmt. Ich und du weißt ja, was mit Luzifer passieren wird, oder? Ja. Der Herr Jesus Christus wird ihn. Anime. Es ist trotzdem mega entspannt, wenn man zu so einem schönen Wein ein frisches Brot. Ach, geil. Anime. Der wird, glaube ich, in die Hölle verbannt werden, auf ewige Zeit. Anime. Aber in der Hölle ist es schön. Warm. Anime. Magst du Anime? Was? Magst du Animes? Ja. Dann solltest du dich mal fragen, wer für Animes zuständig ist. Genau. Wer dahinter steht. Aber Ufuk, nochmal, wir haben das ihm schon 10.000 Mal gesagt, dem Evangelisten. Der ist in einer Situation, wo der nie wieder rauskommt. Der versteht das nur nicht. Er ist umgeben. Ich weiß doch, ich hab's verstanden. Du bist umgeben. Umgeben von Menschen, die so tun, als wären sie auf deiner Seite. Genau. Das gibt's immer. Dann fang mal mit Anime an. Genau. Dann fang mal mit Anime an. Ey, das ist doch... Anime! Ich soll mit dir anfangen. Was hast du zu sagen? Ich sag nur, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, Lukas, genau. Kapitel 10, Vers 18. Genau. Aber Mr. Kitan, du hast ja gesagt, in der Hölle ist es schön warm. Also ich stehe auf warm. Du weißt, Mr. Kitan, ne, wie brutal die Hölle ist, ne? Ach du, weißt du, es ist nichts brutal. Also, es ist egal. Ich hätte es gerne noch in den Ohren, dann... Es ist egal. Ja, dann bist du wenigstens ehrlich. Ufuk, wie siehst du das? Es ist egal, ne? Es ist egal. Man kann sich die Hölle so vorstellen, wie ihr vorstellt. Wie bitte? Man kann sich die Hölle so vorstellen, wie ihr euch das vorstellt. Aber wer garantiert euch denn, dass die Hölle genauso ist, wie ihr euch das vorstellt? Naja, aber ich möchte dazu einfach nur was sagen. Ich liebe... Weil das die Schrift sagt. Ey, hör mir zu. Ich liebe fettes Spanferkel, Ochse vom Spieß. Und es gibt doch nichts Besseres, wie jeden Tag Fleisch zu fressen, was schön lecker knusprig gegrillt ist. Also, wenn ich dann erst Feuer machen muss, ist doch herrlich. Herrlich. Da ist immer Grillen angesagt, genau. Ich liebe Grillen. Ein Ort der Qualen hinter Grillen, der Wahnsinn. Ein Ort der Qualen, das ist unfassbar. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Aber, Evangelist,
Treff dich doch mal mit uns, essen leckeres Eis mit uns, trinken schönen Kaffee oder vielleicht auch einen Wein und dann. Ufuk. Du hast ja Zugang zu der geistigen Ebene, ne? Ufuk. Ja. Wie ist es denn manchmal? Du weißt ja, dass es ein geistiger Kampf hier auf der Erde stattfindet zwischen Satan, die gefallenen Engeln und die Engel Gottes, richtig? Mhm. Und hast du schon mal so eine, ja, so eine geistige Ebene ungefähr mal so miterlebt? Ja. Okay. Und kannst du das mal beschreiben, so wie das so war? Das will ich nicht. Ja. Aber noch ein Evangelist, wir können dir alles, all deine Fragen persönlich beantworten. Aber Ufo, du selber, ne? Glaubst du, das frage ich jetzt auch, ist eine ernste Frage, du weißt ja auch, dass der Teufel sich nicht jedem zeigt, das weißt du, ne? Der Teufel zeigt sich nicht jedem und ich glaube, nicht mal so normale, eingeweihte Leute würde sich der Teufel zeigen, es sind immer Dämonen. Wie siehst du das eigentlich? Weil der zeigt sich ja eigentlich nur, ich weiß ja, dass er sich den Königsfamilien zeigt, aber nicht ganz normale, irgendwelche stinknormalen Eingeweihten. Was sagst du dazu? Selbst denen wird der Zugang nicht ermöglicht. Wie bitte? Selbst denen wird der Zugang nicht ermöglicht. Gibt es da welche, die Zugang zu ihnen haben? Irgendwelche Familien? Es gibt auf dieser Erde lediglich zwei Personen, von denen ich weiß, dass sie Zugang haben. Okay. Sind das aber Familien? Das ist einmal Mr. Kitan und einmal Ufuk. Ja, das hätten sie gerne. Oh, wie die sich freuen. Das hätten sie gerne, ne? Mr. Kitan? Mhm. Du glaubst, dass es die Hölle gibt, oder? Ufo, die Schuhgröße 43, stimmt das? Du hast eine schöne Stimme, red weiter. Ufo, Schuhgröße 43, stimmt das? Du glaubst, dass es die Hölle gibt, oder? Annemie. Ja? Du solltest dir lieber mal ganz kurz ins Gebet gehen und Epheser 6 einmal lesen. Weißt du überhaupt, mit wem du hier redest? Ich meine das ernst, Bruder. Geh mal lieber ins Gebet und zieh mal die Waffenrüstung Gottes an. Du redest hier nicht mit irgendwelchen normalen Menschen hier. Dennis, woher kennst du meine Schuhgröße? Ich merke schon. Wie bitte? Ich merke es schon. Woher kennst du meine Schuhgröße? Ja, so wie du einiges über mich weißt, weiß ich auch über dich einiges. Also du kannst dir Schuhgrößen merken. Du weißt doch dieses Jahr 43. Du kannst dir Schuhgrößen merken, aber kannst nichts mit dem Wort Marys anfangen. Was bist du für ein Lutscher? Ich wollte dir was sagen. Bitte, Marys. Ja, es ist eine mächtige Familie. Das ist falsch. Das ist falsch. Warte mal ganz kurz. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Marys ist die älteste Loge, wo? Merkst du was? Du weißt gar nichts. Oh, dann habe ich aus Versehen das was du falsch geschrieben. Du weißt gar nichts. Dann habe ich falsch geschrieben. Falsch alles. Mr. Kitan, das war mein Fehler. Das war ein menschlicher Fehler. Du weißt war mein Fehler. Du ja, weißt dann überhaupt das. Nichts. Da hast du recht. Ich weiß gar nicht. Mr. Kitan, hast du gelesen, was Honeymoon schreibt?
Wir brauchen dich bei den Trovatus. Ich gehe jetzt dann irgendwann raus, aber nicht zu den Trovatus. Ich weiß, dass ich da im Gespräch bin, weil irgend so ein Weib mir irgendwelche Geschenke geschickt hat, aber da kann ich doch nicht dafür. Was für ein Weib? Also, irgendjemand, der für irgendjemanden Spenden geschammelt hat, hat irgendwie das Geld nicht dort hingegeben, wo es hin sollte, sondern hat irgendwie Geschenke auf der Plattform verschickt und da war ich auch dabei. Ich hoffe, ihr findet zu Jesus Christus. Ich hoffe nicht. Die können nicht mehr zu dem Herrn Jesus kommen, annehmen. Das ist vorbei. Verstehst du? Die können nicht mehr zu den Herrn Jesus kommen. Die haben eine Entscheidung getroffen. Ich hoffe, wir treffen uns mal auf einen Erdbeerbecher. Ja. Aber warum hast du eigentlich da jetzt diese Statue? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich finde das Bild einfach total schön. Ist das dein Meister? Ich finde das Bild schön. Uff, Mr. Kitan, ist das dein Meister? Ich finde das Bild sehr schön. Ich frage, der in dir ist. Ist das dein Meister? Was kannst du mir denn zu Marys erzählen? Dazu kommen wir jetzt. Der möchte darauf nicht antworten. Er schreit es. Denn wenn er sagt, er glaubt daran, muss es ja auch eine gute Seite geben. Paulus ist die ganze Zeit am Googeln, was Marys ist. Nochmal Paulus? Also, ach kommt, hört auf, weil ihr wisst gar nichts. Ihr seid einfach nur verlorene Seelen, mehr ne. Nein, du bist eine verlorene Seele. Guck mal, was du da, ey, du willst sagen, wir sind verlorene Seelen und zeigst dir deinen Meister im Hintergrund, das ist doch nicht mehr normal. Du nimmst uns nicht die Butter vom Brot, das sage ich dir. Die habe ich euch schon lange vom Brot genommen. Du nimmst uns nicht die Butter vom Brot. Hier schreibt einer, die Hörner stehen dir, Kitan. Die habe ich euch schon lange vom Brot genommen. Das hast du nur noch nicht verstanden. Ich bin unten, ich kann mir den Scheiß nicht mehr anhören. Hm. Halleluja. Hey, das ist doch nicht mehr normal. Was ist du, denn? Du wolltest meinen Meister sehen. Guck, da ist er. Geil. Ganz kurz mal, Volker Helmut Engel. Ja. Was bist du eigentlich für ein Opfer? Ja. Du Kakerlake. Was schreibst du da die ganze Zeit? Aber Evangelist, welches Jahr war das Schönste in der Geschichte? Welches Jahr war das Schönste in der Geschichte? Mhm. Das Schönste? Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Ich habe nicht gefragt. Ich habe nach einer Jahreszahl gefragt. Ja, das ist mir doch egal. Das ist mir sowas von egal. Das schönste Jahr, was jemals gekommen ist, was gewesen ist, ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Der Rest interessiert mich nicht. Das Jahr 33. Nee, das Jahr 1599. Ihr wisst gar nichts, überhaupt nichts wisst ihr. Ihr wisst gar nichts. Recherchiert doch mal ordentlich. Deine Stimme ist echt sexy. Rede weiter. Rede weiter, Paul. Ufuk, mit dem könnten wir uns auch einen Erdbeereisbecher teilen, oder? Ja, aber die da oben können ich nicht mehr annehmen, Bruder. Das darfst du nicht. Die da oben kannst du nicht. Ich bin Wahnsinn.
Herr Mr. Kitan. Ich verstehe nicht, wie man solchen Menschen spenden kann. Mr. Kitan. Ja. Also gehörst du doch, so wie ich, zu einer Adelsfamilie. Bist da hineingeboren. Das hat er doch schon bestätigt. Recherchiere einfach richtig. Deswegen wundere ich mich auch die ganze Zeit. Ich habe schon einige Bilder gesehen, aber ich werde jetzt noch tiefer, noch mehr in die Materie reingehen, noch tiefer recherchieren. Und ja, aber es ist heftig. Also tiefer finde ich schon mal gut. Ufuk. Mhm. Zu dir werden wir auch noch kommen. Da werden auch demnächst wieder Videos kommen. Aber bis bei Mr. Kitan, bei dir, demnächst wird auch noch ein Video kommen. Darauf kannst du dich freuen. Oh, ihr Narren. Ihr Narren. Genau. Weiter. Lasst ihn in ihrem Welt leben. Paulus aus seinem Mund. Jeder, der gerade darüber lacht, der wird am jüngsten Tag noch davor. Ufuk, weißt du, was geschrieben steht über euch? Das lese ich dir jetzt einmal vor. Das steht über dich geschrieben und über Mr. Kitan. In Offenbarung 20, ne? Kannst guck mal, was uns damals schon? Du wurdest aufgeschrieben. Alles wurde aufgeschrieben. Seit Geburt an bis jetzt. Steht geschrieben. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, einen jeder nach seinen Werken, und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand, pass auf, nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Hast du da einen Beweis für? Nee, das war der Hass, dass er richtig hasst. Paulus, rede weiter. Rede weiter. Rede rund. Du bist kleines Evangelist und ich wollte dir bloß mal was sagen. Dein ganzer Unfug mit dem Teufel und alles. Mach doch mal bitte deine Hausaufgaben. Dann Mann, siehst du gut aus. Ich bin kein Hallo. Christ mehr. Garantiert nicht mehr. Das habe ich lange hinter mir. Ja. Lass mich bitte ausreden. Ich habe auch die ganze Zeit bei dir zugehört. Danke. Ja. Dann wüsstest du, dass diese Bibel so viele Male im Lateinischen übersetzt worden ist, dann müsstest du eigentlich wissen, was gefallen heißt und was da gefallen ist und dass der Papst und andere vorhergehende Christen den Teufel einfach draus gemacht haben, um die Menschen auszubeuten, um die Menschen in Schach zu halten. Mach doch deine Hausaufgaben, ehe du hier diskutierst. Das ist für alle vielleicht viel interessanter. Warte mal bitte. Darf ich dich mal was in der Liebe fragen? Erstmal, wie geht es dir? Danke, dass du hier reingekommen bist. Danke, dass du das sagst. Mir geht es hervorragend. Dankeschön. Darf ich dich fragen, warst du denn schon mal überhaupt, hast du dich überhaupt schon mal damit beschäftigt? Pass mal auf, ich würde mit dir nicht diskutieren, wenn ich mich nicht beschäftigt hätte. Ich bin in einem evangelischen Stall aufgewachsen, auf gut Deutsch gesagt, mit zwei Pastoren in der Familie. Da hatte ich, weiß Gott, genug Gelegenheit. Und ein Mensch bildet sich in seinem Leben immer weiter. Der guckt über den Tellerrand hinaus und schaut in alle Richtungen. Das nennt man Bildung. Aber du kannst nicht so einen, ich sag's dir jetzt mal, ganz gequirlten Unfug verzapfen, wenn du definitiv von Tuten und Blasen keine Ahnung hast. Hast du nämlich nicht. Geschwister, hat der auch von Blasen keine Ahnung? Warte mal bitte, Geschwister.
Gerade weil sie eine ältere Dame ist, müssen wir auch ein bisschen mit Liebe und Respekt diese Frau begegnen. Und das ist auch sehr wichtig, ne? Dass wir dann in der Liebe und Respekt ihr das dann auch verkündigen. Das hat man ja kannst du einmal machen. Wie du begrüßt hast, ne, Dennis? Wie bitte? Ach Gott, das hat man gesehen, wie du sie begrüßt hast. Ach Gott, bist du aber hübsch. Ja, und darf ich noch sagen? Ist nur, warum aha, das aber wir wissen, wie du es gemeint hast. Ja, okay. Das Gute sieht am Ende. Aber Evangelist, meinst du nicht, dass du dein Leben ein bisschen verschwendest? Nein, wirklich nicht. Pass auf, ich beurteile keinen Menschen nach seinem Glauben, nach seiner Religion oder irgendwas. Mhm. Von mir aus darf jeder so leben, wie er leben möchte. Nur wenn man dann dahin geht und pausenlos Menschen in Zwänge presst und wenn man pausenlos die Menschen nötigt, etwas glauben zu sollen oder sie sonst verurteilt, du kommst in eine vermeintliche Hölle, die nicht existiert, du kommst in einen vermeintlichen Himmel, der nicht existiert, sorry, dann geht mir die Hutschnur hoch. Vor allen Dingen dann, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht. Wenn du wenigstens ordentlich mit den Menschen diskutieren könntest. Ich habe schon mit vielen Menschen wie dir diskutiert. Die kommen auch teilweise in meine Lives und versuchen, mich und meine Community zu bekehren. Uns ist jeder willkommen, der sich ordentlich benimmt. Aber dann macht doch bitte eure Hausaufgaben. Meine Erfahrungen sind immer, wenn man dann tiefergründig mit euch diskutiert, dann werdet ihr immer fanatischer, fanatischer, fanatischer und wiederholt immer die gleichen Sätze. Das sind meine Erfahrungen. Dann macht doch eure Hausaufgaben bitte richtig, dass ihr mit verschiedensten Leuten diskutieren könnt. Das wäre dann mal eine Bereicherung. Und nicht mehr und nicht weniger wollte ich hier sagen. Jetzt gehe ich wieder runter. Das Problem an der Sache ist, Patty, das Problem an der Sache ist, alles das, was du jetzt gesagt hast, hat er überhaupt nicht verstanden. Richtig, das ist ja das Problem. Die Drogen in seinem Körper machen das einfach nicht möglich. Nein, er nimmt Drogen, er hat es selber bestätigt. Er schnüffelt an Baumpilzen. Ich kann ja mal an dir schnüffeln. Wollen wir uns mal treffen zu einem Erdbeereisbecher? Wie alt sind Sie, Patty? 61, wenn du es genau wissen willst. Du darfst aber gerne du sagen. Und ich bin eine von denen, die du wahrscheinlich verteufelst, verurteilst oder sonst was. Weil ich lebe mehr oder weniger in der Esoterik. Auch ein sehr umstrittenes Thema, brauchen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber wir sind ja sowieso für euch verteufelt, gehören in die Hölle und so weiter. Weil ihr nicht Hausaufgaben macht. Hey, ich beschäftige mich auch nicht nur mit Esoterik, ich bilde mich ein Leben lang weiter. Das ist einfach so, mein Hirn will gefüttert werden. Gute Allgemeinbildung ist eine Voraussetzung, wenn man mit Menschen arbeitet oder wenn man diskutieren will. Und bei dir vermisse ich leider, ich sehe die gute Absicht, keine Frage, aber bei dir vermisse ich leider jede Menge Fleiß, jede Menge Hausaufgaben, um überhaupt diese Aufgabe, die du dir zum Ziel setzt, gerecht zu werden. Weil das, was du den Menschen erzählst, ist Bullshit. Nicht mehr und nicht weniger. Und sorry für das Wort Bullshit, aber ist so. Aber das ist das Einzige, was wir ihm schon die ganzen Wochen versuchen zu erklären, dass er auf der völlig falschen Fährte ist. Ja. Er sagt gerade, wir sollen keine anderen Menschen darauf hinweisen, dass sie auf der falschen Fährte sind. Aber ihr doch sagt mal. Das ja gerade so. Patty, du lebst noch vielleicht 20 Jahre. Kehre lieber zu Jesus um. Nee, definitiv nicht, weil ich über den Tellerrand rausgucke. Definitiv nein. Wenn du deine Hausaufgaben machen würdest, dann würdest du begreifen, was es gibt, wo es gibt und wie es gibt. Aber wenn du machst deine Hausaufgaben nicht. Du bist auf eine kleine Materie fixiert, die du noch nicht mal richtig im Griff hast. Ich sag's dir ganz, ganz ehrlich. Und dann gehst du dahin und möchtest Menschen einfangen. Sowas nenne ich Seelenfänger. Ja. Ihr geht so, dahin, lasst doch die Menschen. Lasst doch bitte die Menschen, jeden einzelnen Menschen, egal woher er kommt und wohin geht, ihre Erfahrung selber machen, ihr Leben selber leben. Wenn Menschen Hilfe brauchen, werden diese schon an Stellen wenden oder an Freunde oder Bekannte, wo sie Hilfe brauchen. Da brauchen sie euch aber wirklich nicht dazu. Definitiv nicht. Doch, manchmal muss man einen darauf hinweisen.
pass auf. Dann solltest du vielleicht mal nach, da fang doch einfach mal bei dem Thema an, wer war denn Jesus eigentlich? Ganz einfach, eine Quelle. Geh doch Beispiel mal in den Islam, lies mal den Koran. Wenn man sich weiterbildet, kümmert man sich auch um andere Religionen. Dort ist definitiv drin, wer Jesus war und dass Jesus nie gekreuzigt worden ist, sondern nur ein Ebenbild und nicht er selber. Schon mal nur als Beispiel da, Koran wäre schon mal eine Quelle. So, erster Punkt, die Kreuzigung. Nein, ich bin keine Muslima, ich habe nur gesagt, ich schaue über den Tellerrand hinaus und beschäftige mich mit ganz vielen Dingen. Und das gehörte auch mal zu einer gewissen Zeit dazu, sich einfach beschäftigen. Und damit du weißt, Evangelist, mit wem du es zu tun hast. Wollte noch was erklären. Ich war noch beim Reden. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne, und da stehe ich hier dazu, dafür bin ich bekannt, der sehr oft Sekten oder Abspaltungen oder anderes Zeit seines Lebens unterwandert hat, hat die kennengelernt, hat die analysiert, damit er weiß, von was er redet. Die letzten, bei denen ich mich rumgetrieben habe, um die zu analysieren, dass es nicht die lieben Menschen von nebenan sind, waren die Zeugen Jehovas, die auch in einer Anwerbephase die Menschen einfangen. Dann haben die eine Phase, das nennt man die Kuschelphase. Und wehe, wenn sie dann getauft sind, dann haben sie gar nichts mehr zu lachen. Dann haben sie nur noch zu funktionieren. Da gibt es keine Familie, da gibt es nichts mehr, wenn du aussteigen willst. Und genau aus diesem Thema gehe ich auch mit dir so kritisch um. Mit Respekt, mit Achtung, aber mit Fakten. Und die kannst du mir leider nicht bringen. Das ist das Problem. Zwei Punkte mal eben kurz. Sie sagen, du sagst, der Islam sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Richtig. Was soll ich glauben? Den Augenzeugen aus seiner Zeit und auch 500 anderen Menschen, die Auferstehung Jesus auch gesehen haben? Oder soll ich ein Buch glauben, das 600 Jahre nach Jesus kam? Was soll ich glauben? Ich sage Ihnen eins, die Augenzeugen sind viel, 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 wie soll ich das sagen? Ja, glaubwürdiger als ein Buch, das 600 Jahre danach kommt. Die Augenzeugen haben einen Menschen gesehen, der gekreuzigt worden ist. Jünger sehen, dass Jesus auferstanden ist. Die Augenzeugen haben einen Menschen gesehen, der gekreuzigt worden ist. Sie haben aber genau, nicht gesehen, ob Jesus war oder ob er ausgetauscht wurde. Neben zwei Räubern mit der Dornenkrone im Jahr 33. Der Mann hat das Tuch Turin benutzt. Mhm. Sie wissen, was das Tuch Turin ist? Ja, jetzt gehen wir aber mal ein kleines Stück weiter. Gehen wir mal vor Jesus. Warum bestreitet ihr zum Beispiel, dass es männlich und weiblich gibt, dass es eine Gott und eine Göttin gibt, damit männlich und weiblich ausgeglichen ist? Was war davor? Wo kommen wir alle her? Bitte Hausaufgaben machen, weiter analysieren, weiter recherchieren, dann könnten wir uns vielleicht mal weiter unterhalten. Kennst du die Geschichte mit den 100 Schafen? Natürlich, durfte ich alles lernen. In meiner Kindheit und Jugend, da erfährst du mir nichts Neues. Wenn ein Schaf verliert, dann freut er sich mehr über das eine Schaf, das er wieder findet, als die 99 anderen Schafe, die er sowieso in Sicherheit gebracht hat. So ist das auch im Himmel. Denn im Himmel werden sich nicht die Engel über die 99 geretteten Seelen freuen. Sie freuen sich über die eine, die umgekehrt ist. Definitiv nicht. Sie werden sich freuen über die eine, die umgekehrt ist. Das werde aber mit Sicherheit nicht ich sein. Das wäre vergebene Liebe. Dann mach das lieber. Weil du hast vielleicht noch 10 Jahre bei deinem Alter. Bist du dir sicher, dass ich noch 10 Jahre... Woher willst du denn das wissen? Moment. Pavlos, pass mal auf, Junge. Ja? Bis jetzt habe ich einiges durchgehen lassen, ein bisschen meinen Spaß gehabt, ja? Aber wenn du so eine ekelhafte Show hier abziehst, dann lernst du mich richtig kennen, mein Freund. Verstanden? Wer bist du, dass du dieser Frau sagen kannst,
Du hast höchstens bei deinem Alter noch 10 Jahre zu leben. Wer bist du, Alter? Mach, dass du wegkommst hier. Kreatur, ey. Priese den Herrn. Ja, ja, geh. Komm, geh Animes gucken, Alter. Alter, Dennis, guck mal mit. Jetzt habt ihr endlich mal gesehen, dass um den Evangelisten, eines der gefährlichsten Sekten in Deutschland, ringsrum steht. Ja, also seid bitte alle sehr, sehr vorsichtig. Vertraut denen nicht. Ja, die wollen euch einfach nur, naja, ihr wisst schon. Ja, die sind sehr, sehr boshaft. Merkt ihr das? Sehr, sehr boshaft. Einfach nur winkelig, Alter. Ja, also wir erwischen das jeden Abend wieder, dass einer dabei ist, der aufgrund gewisser Aussagen sich nicht im Zaum hält. Der sagt, dass er gerade das gar nicht gesagt hat. Das habe ich gar nicht gesagt. Du hast es doch selber gehört jetzt, Dennis. Du bist doch dabei und bist überhaupt nicht eingeschritten. Ich habe Muffin gegessen. Ich habe ein Muffin gegessen. Du bist überhaupt nicht eingeschritten und es sind alles deine Jünger. Ey, das ist ja nichts mehr normal. Hol den nochmal bitte hoch. Ey, das war der andere. Hol den mal bitte hoch. Ich will das. Nein, ich will die Bestätigung hören. Hol den mal bitte hoch. Komm mal bitte hoch, ob du das wirklich gesagt hast. Wir haben alle gehört. Alle haben es gehört. 273 Mann haben gehört, wie ekelhaft ihr über Menschen. Das war Anime, das war Anime. Ja, und er gehört zu dir. Der ist jünger. Ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne Anime gar nicht. Moment. Okay. Jetzt. Wenn es Anime war, dann geht das, was ich gesagt habe, an Anime und nicht an Pavlos, okay? Genau. Manche Sachen aber auch nicht schön. Also grundsätzlich war es wirklich Anime, der das gesagt hat, aber Anime ist ein Anhänger von Evangelist. Ich kenne ihn doch gar nicht. Ja, hört ihr das, Leute? Diese Lügenmärchen. Jetzt, wenn jemand sich verquatscht hat und jemand wirklich boshaft war, dann kennen die sich untereinander auf einmal nicht mehr. Versteht ihr das Spiel? Also ihr müsst sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist so